Heute zum Thema Livestream-Produktion. Was ist eigentlich eine Livestream-Produktion? Live-Produktionen sind Direktübertragungen audiovisueller Inhalte in Echtzeit, die von einem Filmproduktionsunternehmen durchgeführt werden. Die Kamerasignale werden hierbei in der Live-Regie zusammengeführt. Die Live-Regie wird auf Veranstaltungen per Flightcase-Regie oder an einem Übertragungswagen zur Verfügung gestellt. Für eine Live-Produktion ist ein 10 Mbit Upstream über eine Breitbandverbindung IP, SNG oder LTE erforderlich. Eine Livestream-Produktion ist die Übertragung von Sendeinhalten ins Internet oder Intranet oder TV. Livestream-Produktionen bieten sich immer dann an, wenn nicht alle Teilnehmerinnen örtlich eingebunden werden können. Online-Zuschauerinnen können also dennoch durch interaktive Features aktiv eingebunden an einer Veranstaltung teilnehmen. Die Betrachter dieser Livestream-Fabrikation können mittels Videochats noch mehr interagieren, zum Beispiel durch Kommentarfunktionen oder die direkte Möglichkeit, Fragen zu stellen. Außerdem können sich die Beteiligten zwischen verschiedenen Ländern und sogar Zeitzonen direkt vernetzen. Livestream für Unternehmer. Warum sollten Unternehmen Livestreamings nutzen? Livestreamings für Unternehmen ist für viele Veranstaltungen sinnvoll, zum Beispiel für Hauptversammlungen und Jahreshauptversammlungen, aber auch für kleine Gesprächskreise oder interne Meetings. Tatsächlich werden Live-Videos dreimal länger angesehen als normale Videos. Warum? Sie machen neugierig, weil sie genau zu dieser Zeit ausgestrahlt wurden. Sie sind auch Teil der Publikumsgruppe, wodurch ein Eventcharakter entsteht. Idealerweise tauschen sie auch mit anderen Zuschauern oder sogar mit dem Unternehmen sich selbst aus. Dadurch bieten Unternehmen mit Livestreams einen Mehrwert und können Zuschauer möglichst lange binden. Die Vorteile von Livestreamings für Unternehmen. Sie kommunizieren mit ihrer Zielgruppe, egal wo sie sind. Darüber hinaus wird die Reichweite erhöht, da sie viel unterwegs auf Videos zugreifen können, egal von wo sie sich jetzt auch befinden. Durch die Vermittlung von Exklusivität können Unternehmen die Bindung der Zielgruppe stärken und noch weiter ausbauen. Wovon Unternehmen am meisten profitieren, ist die Steigerung ihrer Glaubwürdigkeit. Schließlich werden Videos nicht bearbeitet, Pannen und Ausrutscher können passieren und diese sind ja auch menschlich. Das erhöht die Sympathie und die Zuschauergruppe kann das Unternehmen viel besser erkennen. Livestreaming-Marketing-Strategie. Warum sollten Unternehmen Livestreamings in ihre Marketingstrategie aufnehmen? Es wird geschätzt, dass Livestreamings und Videostreamings bis 2022 82% des gesamten Internetverkehrs ausmachen werden. Videomarketing ist beliebter denn je, weil Videos unterhalten und Zuschauer an verschiedenen Orten zusammengeführt werden können. Aus Sicht eines Vermarkters geht es sogar noch einen Schritt weiter. Durch das Hochladen eines Videos teilen Nutzer mit 39% höherer Wahrscheinlichkeit einen Videobeitrag als einen simplen Textbeitrag. Schließlich ist die Motivation, sich ein Produktionsvideo anzuschauen, um ein Vielfaches höher als einen geschriebenen Artikel zu Ende zu lesen. Letztendlich spricht aber ein ganz wichtiger Faktor dafür, warum Sie eine Direktmarketingstrategie entwickeln sollten. Sie erzielen einen finanziellen Erfolg. Laut einer Studie von Zoom werden 45 Benutzer bereit sein, Geld auszugeben, um die exklusiven Live-Views anzusehen, die sie lieben. Ein Tipp von uns: Wollen Sie auf YouTube live gehen? Entwickeln Sie die ultimative YouTube-Direkt-Marketing-Kampagne. Liefern Sie Live-Videos mit außergewöhnlichem Mehrwert und bewerben Sie Ihren Pre-Stream. Zum Beispiel mit kurzen Videotrailern oder Tweets auf Ihren sozialen Netzwerken. So machen Sie auf sich aufmerksam und schaffen einen exklusiven Anreiz, Ihre Inhalte zu streamen.
Um mehr Interesse zu wecken, sollten Sie auch eine einprägsame Überschrift erstellen. Aber nicht nur der Titel sollte Neugier erwecken, sondern ein interessantes und aussagekräftiges Vorschaubild kann einen potenziellen Benutzer davon überzeugen, letztendlich live zu gehen. Vergessen Sie auch nicht, Ihren Videos relevante Hashtags für Ihren bevorstehenden YouTube-Livestream zu geben. Diese Tags tragen dazu bei, dass Ihr Video als empfohlenes Video aufgeführt wird. Livestream, wie funktioniert das eigentlich? Planen Sie ein Live-Video-Meeting, sind sich aber nicht sicher, wie Livestreaming funktioniert? Wenn Sie Ihren Livestream einem Profi von uns überlassen, läuft die Produktion so ab. Zunächst besprechen unsere erfahrenen Projektmanager mit Ihnen die Konditionen. Wann und wo soll Ihr Stream stattfinden und wen möchten Sie mit Ihrem Stream kontaktieren? Wollen Sie Ihr Live-Video einem breiten Publikum zugänglich machen und möglichst viele Zuschauer ansprechen? Oder sollen die Inhalte nur an eine bestimmte Zielgruppe ausgestrahlt werden? Gemeinsam finden wir die passende Location und sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Livestreams. Unsere Videoexperten beraten Sie zu den richtigen Plattformen für Ihren Livestream, den richtigen Videoauflösungen oder Ihren vielfältigen Video-Marketing-Möglichkeiten. Ob Social-Media-Empfehlungstermine oder E-Mail-Einladungen, zum Beispiel für Pressekonferenzen und Hauptversammlungen. Auf Wunsch richten wir für Sie auch einen passwortgeschützten Bereich ein oder erstellen eine spezielle Landingpage zur Übertragung Ihres virtuellen Events. Mit unserer intensiven Vorbereitung und Betreuung stellen wir sicher, dass Ihre Veranstaltung am Veranstaltungstag ohne Verzögerung und in höchster Qualität bei Ihrem Publikum ankommt. Und das Beste, unser Premium-Equipment ist aufgebaut und lässt sich an nahezu jede Anforderung anpassen. Dadurch werden die Kosten für den Livestream für jeden Einzelnen kompensiert. Dies ist ein weiterer Vorteil für Sie, wenn Sie live gehen. Denn Sie bezahlen nur das, was absolut notwendig ist. Unser Tipp: Sie können Ihr Live-Video auch danach noch ansehen und weiter nutzen. Lassen Sie unser Produktionsteam das Video bearbeiten, zum Beispiel als Eventfilm, oder stellen Sie einfach weiterhin die Streaming-Aufzeichnung auf Ihrem Kanal bereit oder auf Ihrer Homepage. Livestream-Teilnehmer. Sie können den Livestream für verschiedene Veranstaltungen und Inhalte, wie zum Beispiel Hauptversammlungen als Alternative zu Messen oder spezifischen Seminaren nutzen. Sie können auch entscheiden, wen Sie mit Ihrer Animation letztendlich erreichen möchten. Erste Möglichkeit, die öffentliche Zugänglichkeit. Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, muss Ihr Livestream öffentlich zugänglich und leicht auffindbar sein. Dies ist zum Beispiel für Produkteinführungen oder digitale Events nützlich. Live-Übertragungen ohne Registrierung auf Videoplattformen wie YouTube werden hier verfügbar sein. Die zweite Möglichkeit, der sogenannte Linked Access. Verlinkte Einladungen sind sinnvoll, um Teilnehmer gezielt anzusprechen und zu einem Livestream einzuladen. Dies ist beispielsweise bei der Hauptversammlung der Fall, wenn sich die Aktionäre eines Unternehmens treffen möchten. Die dritte Möglichkeit, ein passwortgeschützter Zugriff. Wählen Sie den Passwortschutz aus, um nur ausgewählten Personen die Teilnahme an Ihrem Livestream zu ermöglichen. Dies ist beispielsweise bei Webinaren und Online-Schulungen der Fall. Livestream und Webinar. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Livestream und einem Webinar? Die Livestreams sind Filmaufnahmen, die live und ohne Verzögerung über das Internet übertragen werden. Häufig werden öffentliche Veranstaltungen aus unterschiedlichen Kameraperspektiven aufgezeichnet, um Menschen von unterschiedlichen Orten eine möglichst authentische Teilnahme zu ermöglichen. Webinare ähneln den Livestreams, sind aber eher vergleichbar mit interaktiven Veranstaltungen und richten sich an viel kleinere Gruppen. Aber in beiden Modellen können Sie eine Präsentation einfügen oder Fragen stellen und unmittelbar beantworten.
Die Echtzeitübertragung sorgt so für eine hohe Aufmerksamkeit der Zuschauer. Ob HD-Live-Übertragungen von virtuellen gemeinsamen Meetings, Videokonferenzen und Events oder sogar Social-Media-Streamings, unser erfahrenes Münchner Kamerateam berät Sie zu allen technischen Voraussetzungen, nimmt Filme mit High-Equipment auf und sorgt insgesamt für eine reibungslose Videoübertragung. Warum Sie Livestreamings unbedingt integrieren sollten. Die wachsende Zahl mobiler Nutzer und höhere Bandbreite ermöglichen es, Livestreamings zunehmend in Ihre Geschäftskommunikation zu integrieren und qualitativ hochwertige Inhalte in Echtzeit bereitzustellen. Und das ohne großen finanziellen Aufwand. Live-Video-Inhalte kommen bei den Zuschauern besonders gut an. Die Nachfrage steigt daher rasant. Warum wird Livestreaming immer wichtiger und warum sollten Sie Livestreaming in Ihr Unternehmen integrieren? Durch die direkte Kommunikation mit Kunden und die Beantwortung von Fragen in Form von FAQs wird Ihr Markenauftritt direkt persönlicher. Der Vorteil des Livestreamings besteht letztendlich darin, dass Sie symmetrisch kommunizieren und interagieren können. Einer der Gründe, warum Sie Livestreamings integrieren sollten, ist nicht nur, dass Sie mit Ihren Kunden in Kontakt bleiben, ohne ins Hintertreffen zu geraten, also eine Interaktion in Echtzeit zu gewährleisten, sondern Sie kommunizieren auch transparent mit seinen Mitarbeitern. 75% der Befragten gaben an, dass sie sich für die wirtschaftliche Gesamtsituation des Unternehmens interessieren. Durch die regelmäßige Bereitstellung von Informationen in Form einer Live-Übertragung halten Sie Ihre Mitarbeiter so auf dem Laufenden und beseitigen Unsicherheiten und sorgen so für eine erhöhte Mitarbeitermotivation. Ein weiterer Grund für Live-Übertragungen ist rein finanzieller Natur. Klassische kommerzielle Filmproduktionen, Produktvideos und Fotofilme verursachen in der Regel höhere Produktionskosten als einfaches Livestreaming. Und warum? Naja, am Livestream sind immer weniger Videoprofis beteiligt, weil keine Postproduktion stattfindet. Schließlich ist die Übertragung rein und kann aufgrund der Echtzeitaufzeichnung nicht nachbearbeitet werden. Infolgedessen sind die Kosten für Livestreamings normalerweise geringer. Indem Sie Direktmarketing-Metriken in das Streaming integrieren, können Sie auch den Traffic auf Produktseiten erhöhen. Ob Produktplatzierung oder die Anzeige oder Erwähnung eines Rabattcodes, Livestreaming ermöglicht es Ihnen, den Verkehr auf Produktseiten zu lenken. Nicht nur der Mehrwert für Kunden und Umsatz ist ein wichtiger Grund für eine Live-Übertragung. Auch Ihr Unternehmen kann von zusätzlichen Kundeninformationen profitieren, um das Verhalten Ihrer Zielgruppe genau zu analysieren und in zukünftige Marketingmaßnahmen umzusetzen. Wie Unternehmen mit Livestreamings letztendlich Geld verdienen können. Sie können in Videos mit Produktinvestitionen oder Gutscheinen auf Ihre Vorschläge aufmerksam machen und damit das Kaufverhalten beeinflussen. Sie können auch mit Live-Playback Geld verdienen, indem Sie ein Zahlungskästchen einführen. Dank gezielter Anzeigen und ein beeindruckendes Programm erhöhen Sie Ihren Willen, um Eintraggebühren für Ihren Direktfluss zu zahlen. Dadurch entsteht eine Übertragung mit einem exklusiven Ereigniszeichen. Online-Workshops und Seminare können kostenlos angegeben und einen detaillierten Direktfluss hervorheben. Die Zahlungsmethode, die Sie empfehlen, zum Beispiel ein einzelnes Registrierungs- oder Wiederherstellungssystem, hängen ganz von Ihrem Projekt und Ihrem direkten Ziel ab. Werbebanner können auch in die direkte Wiedergabe integriert werden. Wenn Sie auf dieses spezifische Video-Anzeigenformular klicken, können Sie auch Geld für jeden Klick verdienen. Setzen Sie es jedoch nur ein, wenn der Werbepartner zu Ihnen passt und den Werten Ihres Unternehmens. Für mehr Informationen empfehlen wir eine persönliche Marketingberatung mit uns. Livestreams sind nur dann spannend, wenn sich die Zuschauer zu Hause in die Situation
oder das Geschehen hineinversetzen können. Deshalb darf der Hintergrund den Zuschauer unbedingt nicht ablenken. Betont die Location nicht die Ernsthaftigkeit des Geschäfts, hat der Livestream letztendlich dann nicht die gewünschte Wirkung. Um den richtigen Ort für die Live-Übertragung zu finden, muss der Grund für die Live-Übertragung im Voraus ermittelt werden. Äußern Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen oder fragen Sie nach einer bestimmten Location. Ein etablierter Anbieter kümmert sich dann darum, die richtige Position für Sie zu finden, ein Portfolio verschiedener Optionen vorzustellen und insgesamt die gesamte Organisation zu unterstützen. Um ein konsistentes Gesamtbild zu wahren, wird die individuelle Identität des Kunden auch bei Livestreams wie virtuellen Hauptversammlungen oder virtuellen Konferenzen berücksichtigt. Beispielsweise können Lichtverhältnisse angepasst und an Unternehmensfarben integriert werden. Unterstützt durch professionelle Licht- und Tontechnik sorgen unsere Videoexperten dafür, dass Sie als Kunde im Mittelpunkt stehen. Wenn Sie also einen professionell produzierten Livestream haben, erhalten Sie eine außergewöhnliche Echtzeit-Videoproduktion. Wichtig für einen erfolgreichen Online-Stream ist auch das Equipment. Insbesondere die Livestream-Kameras. Ob eine Einzel- oder eine Multikamera eingesetzt wird, hängt letztendlich von Ihren Anforderungen ab. Wir empfehlen, mindestens 2 Kameras zu verwenden, damit wir mit den Perspektiven spielen können. Dadurch kann der Videostream spannend und auch fesselnd produziert werden. Wie Sie letztendlich gesehen haben, sind Livestreams für jedes Unternehmen unverzichtbar geworden, egal in welcher Größe. Deshalb nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und wir helfen Ihnen, den richtigen Livestream für Sie zu produzieren. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.